Hallo, heute möchte ich euch den Putt-Out-Trainer vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Trainingstool, was sich auf der Putting-Matte sehr gut einsetzen lässt. Sieht so zusammengeklappt aus, lässt sich aufklappen und Ziel ist es halt quasi, den Ball in das Loch zu spielen. Und ein guter Putt wird dann von dieser Rampe, die hinter dem Loch angebracht ist oder hinter diesem virtuellen Loch angebracht ist, wieder zurückgespielt. Das heißt, wenn der Putt zu doll war, schießt er über die Rampe. Oder wenn das ein ausgelippter Putt gewesen wäre, dann geht er seitlich raus. Und somit bekommt man dann halt auch auf der Puttingmatte ein direktes Feedback. Dieser Punkt in der Mitte oder dieses Loch in der Mitte hat nochmal eine ganz besondere Funktion, weil nämlich der perfekte Putt, der halt wirklich genau mittig, genau mit der richtigen Geschwindigkeit auf das Loch zurollt, der bleibt dann hier stecken. Als ich das Ding ausprobiert habe, habe ich etliche Versuche gebraucht, bis das mal funktioniert hat. Also hier bekommt man dann halt nochmal ein sehr akkurates Feedback und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Beim erfolgreichen Putt kommt der Ball so weit zurück, wie er ohne Loch sonst ausgerollt wäre. Für mich ist der Putt-Out eine klare Empfehlung, weil er einfach nach jedem Putt ein direktes Feedback gibt. Das heißt, man kann sehen, ob es ein guter oder ein schlechter Putt war. Und man sieht sogar, ob es ein perfekter Putt war. Und ja, mehr Feedback kann man beim Putt-Training auf einer Matte einfach nicht erwarten.